Hey, hier ist Christine, willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss gleich zur Schule und ich dachte mir, ich ziehe mich jetzt mal eine Woche an wie Bibi. Also ihr kennt sie bestimmt, Bibis Beauty Palace. Ja, ich werde mich eine Woche anziehen wie sie und versuchen auch ein paar Instagram-Bilder nachzustellen. Und das erste Outfit habe ich auch schon an und zwar hat sie auf dem Bild das hier an. Einen roten Pullover und eine schwarze Hose. Und das habe ich jetzt auch schon mal an. Aber sie hat noch einen Dutt und den muss ich mir jetzt auch mal machen und eine Sonnenbrille. Ich gehe zwar gleich zur Schule und dann mit einer Sonnenbrille ist eigentlich nicht so nötig, aber ich meine, ich kann sie jetzt ja mal dafür aufsetzen. Und außerdem gehört es ja dazu zum Outfit. Und ja, dann melde ich mich gleich, wenn ich jetzt eine Sonnenbrille gefunden habe und mir einen Dutt gemacht habe. Ich habe jetzt auch einen Dutt, ist ein bisschen nicht so gut geworden, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und eine Sonnenbrille. Ich habe nur die hier in Gold und Silber. Ja, das ist jetzt mein Outfit für heute. Ich melde mich auf jeden Fall später, wenn ich aus der Schule wiederkomme. Und ja, dann ist morgen das nächste Outfit dran. Auf jeden Fall melde ich mich gleich nochmal. Übrigens könnt ihr hier an dieser Stelle nochmal einen Daumen nach oben hinterlassen und meinen Kanal abonnieren. Und in die Infobox zu gucken. Dort findet ihr einen Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Dort heiße ich ChristineXXE. Also schaut dort unbedingt vorbei. Max, wie findest du das Outfit? Nice. Ist einfach voll normal, oder? Standard. Standard. Bewerte meine Schulnoten. 10. 10? Schulnoten. 6 halt im Anschluss. Ne, 2. 2? 2. Okay. So, ich bin wieder zu Hause und ja, was soll ich jetzt erzählen? Es ist nichts Spannendes passiert, es ist halt ein ganz normales Outfit. Ich habe den Dutt aufgemacht, weil kennt ihr das, wenn man einen Zopf hat und dann tut es nach einer Zeit hier weh? Ja, das habe ich gerade, deswegen habe ich ihn kurz aufgemacht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen mit dem nächsten Outfit wieder. Das ist der nächste Tag und ich werde heute dieses Outfit hier tragen. Und das habe ich auch schon an. Einmal diese Katzenohren, das wird, glaube ich, weiß ich nicht, komisch sein, wenn ich mit denen rumlaufe. Auf jeden Fall dann dieses rosa Top, was ich zu so einem Knoten zusammengebunden habe. Und dann eine schwarze Hose mit Löcher an den Knien. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier einen Streifen dran habe. Aber ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Ja, ich bin, glaube ich, noch nie so bauchfrei irgendwo lang gegangen. Das ist das einzige Komische, aber sonst finde ich das Outfit ganz okay. Jetzt muss ich mich nur noch schminken. Und dann geht's ab zur Schule. Ich melde mich dann wieder nach der Schule. Gott, und Bibi hat auf dem Bild schwarze Schuhe an. Meine, ich habe zwar nicht genauso welche, aber ich werde die hier anziehen. Und ja, dann wird es, glaube ich, sehr gut passen. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe die Ohren schon mal abgenommen. Ich würde sagen, ich mache mit diesem Outfit kein Foto, weil ich geguckt habe, was morgen für ein Outfit kommt. Und das finde ich viel cooler. Das Outfit war halt ganz normal, ein bisschen sehr viel bauchfrei. Aber sonst super gut. Ist halt ein normales Outfit. Morgen wird es dann schon etwas frischer. Also bleibt unbedingt dran. Es wird jetzt ziemlich kalt werden, weil draußen ist es noch nicht so warm. Und ich werde mich in eine kurze Hose wagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Guten Morgen, Leute. Beziehungsweise ist schon etwas später. Ich bin auch schon etwas länger wach. Das hier ist das heutige Outfit, was ich tragen werde. Ich habe auch schon ein bisschen was davon an. Das Problem war jetzt, dass ich die Sachen so ähnlich hatte, aber nicht in der gleichen Farbe. Ich habe dieses Teil hier in schwarz und eine lila Adidas Hose. Und jetzt fehlt aber noch der Blumenkranz auf dem Kopf, deswegen... Tada! Jetzt habe ich auch einen Blumenkranz auf dem Kopf. Wobei mir gerade auffällt, dass ich einen Top in schwarz habe, in grau habe. Das werde ich einmal kurz anziehen. Glaube ich schon viel besser mit einem grauen Oberteil und jetzt dieser Hose hier. Und ja, diesen Blumenkranz, damit werde ich jetzt den ganzen Tag rumlaufen. Zum Glück habe ich heute keine Schule. Ja, das ist, so würde ich mich, glaube ich, nicht zur Schule trauen. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt ein Instagram-Bild. Wir versuchen das nachzustellen. Bloß das Problem ist, dass wir es versuchen, ohne Max nachzustellen, weil er gerade nicht da ist. Okay, das Foto wurde draußen gemacht, heißt, ich muss auf den Balkon und ich hoffe, dass dort keine Nachbarn sind. Ich hatte diesen Blumenkranz, den habe ich schon mega lange und hatte den noch nie auf. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Leute, das ist so unangenehm, da sind so viele Nachbarn. Ich werde einfach das Foto machen, drinnen. Ich mache das Foto einfach drin und dann wird es halt drinnen sein. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm sein. Sie hält ein Ballon in der Hand, deswegen dachte ich mir, nehme ich diesen Ballon. Ist jetzt ein bisschen groß, aber gut, wartet. Sie steht da irgendwie so. Ich glaube, der Ballon irritiert. Ich nehme mal so einen einfachen grauen Ballon. Übrigens ist so ein Look mega gut, also so ein Look mega gut, um zu Hause zu chillen. Ich muss nämlich noch ein paar Videos bearbeiten. Ja, ist voll der gute Look, um zu arbeiten, also zu Hause zu sein. Und ja, ich muss auch gleich noch mein Zimmer aufräumen, also mega bequem. Übrigens könnt ihr mal alle Outfits in Schulnoten bewerten, also von 1 bis 6. 1 ist natürlich das Beste und 6 das Schlechteste. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst sind das hier die Outfits, die ich für die nächsten Tage für dieses Video hier
anziehen werde. Ich habe mir nämlich schon im Voraus alles rausgesucht, was ich anziehen werde, geguckt, ob ich irgendwas Ähnliches habe, was ich anziehen könnte. Ja, Leute, ich finde, das Foto ist ziemlich gut gelungen. Vielleicht erscheint das auch auf Instagram. Also guckt dort unbedingt vorbei. Dort könnt ihr mir gerne folgen, denn da heiße ich ChristineXXE. Wir haben den nächsten Tag und ich habe Lippenstift drauf und das habe ich sonst wirklich nie. Aber hey, es gefällt mir das allererste Mal, dass ich Lippenstift bzw. Air Lip Gloss drauf habe. Ich habe schon das nächste Outfit an und das sieht genau so aus. Ich habe hier einen grauen Pullover, ist zwar nicht genau der gleiche, aber so ähnlich. Dann hier so ein Teil drunter, eine schwarze Strumpfhose und Overknee-Schuhe bzw. Stiefel. Und da hinten liegt auch noch die Jacke, die ich dazu anziehen werde. Lippenstift ist drauf, Haare sind offen, diesmal nichts auf dem Kopf. Das ist, glaube ich, der erste Tag, an dem ich nichts auf dem Kopf habe. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt das Instagram-Bild. Beziehungsweise einfach Bild, mal, ob es dann auf Instagram kommt, ist eine andere Sache. So, oh, jetzt habe ich die Jacke vergessen. Auf jeden Fall muss ich gleich irgendwie komplett draufpassen. Mal gucken, wie ich das mache. Mit der Kamera geht das nicht, weil ich da nicht komplett drauf passe. Deswegen mache ich das Bild jetzt einmal mit dem Handy und blende es euch danach ein. Übrigens ist das mal so ein Outfit, womit ich auch wieder rausgehen kann. Gestern war das Outfit ja eher so für zu Hause, deswegen hatte ich es auch ausgewählt, weil ich gestern den ganzen Tag zu Hause war und da war das Outfit ganz passend. Aber es ist trotzdem kein Outfit, womit ich einfach so rausgehen würde. Wie gesagt, vergesst nicht die ganzen Outfits zu bewerten. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr mich öfter mit Lippenstift sehen, beziehungsweise steht es mir? Ich bin mir irgendwie total unsicher. Übrigens liegt hier die ganze Zeit Geschenkpapier, weil wie ihr vielleicht sogar wisst, Max bald Geburtstag hat. Das kleine Baby wird endlich 16. Was heißt endlich? Wird einfach 16. Ja. Und ich habe ein Geburtstagsgeschenk für ihn anfertigen lassen. Also, ja, ich kann euch nicht sagen, was es ist, weil ich habe Angst, dass Max das Video guckt. Und er soll das Geschenk nicht vor seinem Geburtstag sehen, bekommen, was auch immer. Ich weiß nämlich noch nicht ganz, wann das Video kommen wird, ob es vor oder nach seinem Geburtstag kommen wird. Deswegen dachte ich mir, dass ich es euch auf Instagram zeige, wenn er Geburtstag hat. Beziehungsweise ein, zwei Tage später vielleicht. Also folgt mir unbedingt auf Instagram, wenn ihr sehen wollt, was ich ihm geschenkt habe oder schenken werde. Eins kann ich sagen, es hat nicht jeder zu Hause. Es sieht mega cool aus. So, mein Lippenstift ist schon so gut wie ab nach dem Essen und Trinken. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen was am Laptop zu tun. Und ja, ich werde jetzt ein paar Videos schneiden und etwas für die Schule tun. Und das ist halt nicht so spannend, deswegen würde ich schon sagen, sehen wir uns morgen mit einem neuen Outfit von Bibi. Ja, wir haben schon den nächsten Tag. Es ist 11:30, weil ich die ganze Zeit gerade Videos bearbeitet habe und so weiter und so fort. Ja, ich habe schon das nächste Outfit an. Das Bild sieht nämlich so aus und das dachte ich wieder, nehme ich mal das Outfit, weil es ist halt einfach, eine normale schwarze Hose. Bei mir hat die hinten so ein Netzmuster und dann halt ein schwarzes T-Shirt, was hier so zu einem Knoten zusammengebunden ist. Ja, das ist dann mein Outfit für heute. Mega chillig. Super gut, finde ich auf jeden Fall. Also mega bequem. Bis jetzt waren ja so gut wie alle Outfits bequem. Hier werde ich das Bild wieder nicht nachstellen, weil das sehr schwer ist. Weil ich nicht so eine Koffer habe, beziehungsweise so eine Location allgemein. Das Outfit ist mega gut, um jetzt zu Hause ein paar Sachen zu erledigen, die gerne. Ich muss noch ein paar Sachen noch nicht machen. So, es ist jetzt schon wieder ein bisschen später. Ich habe mir gerade das Outfit für morgen zusammengelegt, ist auf jeden Fall wieder etwas gewagter. Also zum Glück muss ich morgen nicht rausgehen. Ich habe das jetzt nämlich so abgestimmt, dass ich das Outfit, was ich morgen anziehe, etwas gewagter ist. Aber dafür bleibe ich zu Hause. Und auf jeden Fall werde ich mich jetzt nochmal hier in meinem Bett chillen, weil ich jetzt noch ein Video bearbeiten muss, was ich auch vorproduziert habe. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viel vorproduziert und schon mal hochgeladen. Das heißt, dass wir uns morgen in meinem neuen Outfit sehen. Also ich hatte es noch nicht an, aber ich habe es versucht, so ähnlich zu machen wie Bibi. Wir haben den nächsten Tag. Ich starte irgendwie immer in meinem Zimmer. Wir gehen mal in einen anderen Raum. Und heute werde ich dieses Outfit hier nachmachen. Und ich habe es auch schon an. Und es ist kein Outfit, was ich so anziehen würde an einem normalen Tag. Und zwar, ach, jetzt brauche ich ein Spiegel, jetzt muss ich doch wieder zurückgehen. Sieht das Ganze so aus. Also ich habe jetzt versucht, so eine ähnliche Hose zu nehmen, habe keine bessere gefunden. Aber so vom Muster, finde ich, geht das. Nur von den Farben ist das ein bisschen anders. Und dann halt noch so ein Top hier. Hier doch nochmal etwas besser an meinem Spiegel. So sieht es heute aus.
wie gestern schon gesagt, so werde ich nicht rausgehen. Ich habe heute einen kompletten Zuhause-Day. Ich werde jetzt mich hinlegen und ein bisschen eine Serie weitergucken. Vergesst nicht zu bewerten, wie ihr das Outfit findet. Also ich habe es versucht, so gut wie es geht, wie Bibi zu machen. Ich habe leider nicht die gleichen Sachen. Und morgen ist dann der letzte Tag. Ich werde jetzt was essen gehen und ich muss schon sagen, dass mir etwas kalt ist. Also es ist ja ziemlich freizügig und es ist schon ein bisschen kalt. Ich habe mir eine Jacke übergezogen, weil mir so unglaublich kalt ist. Also wirklich. Ich werde die aber auch wieder ausziehen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Muss ja nicht mal unbedingt nochmal von Bibi sein. Kann auch jeder andere sein. Also schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare. So, ich werde jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann geht es auch zu Max. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder später oder morgen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich heute noch was aufnehmen werde, weil ich finde, man hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten, zu einem Outfit irgendwie so viel zu sagen. Ich meine, ich kann sagen, dass es bequem ist. Das Outfit momentan ist ein bisschen zu kalt, deswegen habe ich halt noch die Strickjacke drüber. Aber sonst, ja. Es ist ein paar Tage später und ja, ich habe einfach vergessen, den letzten Tag aufzunehmen. Ich zeige euch einmal, was das Outfit gewesen wäre, und zwar das hier. Dann hätte ich dieses rote T-Shirt hier angezogen, zusammen mit der kurzen Hose. Aber es ist momentan einfach viel zu kalt dafür. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir das Video einfach jetzt schon an dieser Stelle. Ich meine, ich habe es ja immerhin 6 Tage lang durchgezogen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich sowas nochmal machen soll mit anderen Personen. Und ja, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und in die Infobox zu gucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!